Bedeutendes LEADER-Projekt in Treseburg verwirklicht. Der kleine Ortsteil der Einheitsgemeinde Thale hat ein neues Zentrum. Dazu zählen die bereits im vergangenen Jahr neu über die Bode gebaute Brücke, die veränderte Verkehrsführung in der Ortsmitte sowie der Abriss der alten Bushaltestelle und der Garagen rund um den neu entstandenen Verkehrskreisel. Also es sind über 2 Millionen Euro in Treseburg investiert worden, in ein neues Dorfzentrum, aber auch in eine neue Brücke, aber auch in einen neuen Kreisverkehr hier in Treseburg. Wer Treseburg von früher kannte, wusste, dass hier doch noch vieles im Argen lag. Nach der Eingemeindung von Treseburg nach Thale haben wir hier mit dem großen Löffel zugeschlagen, durch Unterstützung auch des Landes Sachsen-Anhalt. Wir haben das Dorfzentrum neu gestaltet. Ja, und die Treseburger können eigentlich stolz auf das sein, was hier erreicht worden ist, weil sie noch sehr lange davon zehren werden. Treseburg ist hübsch geworden. Was bedeutet das jetzt für die Stadt Thale, für den Ortsteil Treseburg? Also die Stadt Thale hat natürlich auch einen Profit davon. Hier befindet sich ja der zweite Eingang oder Ausgang vom Bodetal. Sie kommen ins Bodetal in Thale rein und in Treseburg raus. Und auch hier finden Sie einen neu gestalteten Ort sozusagen, der natürlich auch hübsch geworden ist, wo sich die Gäste freuen können, wo sie sich entspannen können. Und das ist auch für Thale gut. Und es soll noch weitergehen? Ja, langweilig wird uns nie in Thale. Es gibt immer neue Aufgaben, wenn auch einige erledigt worden sind. Wir wollen ein Naturinformationszentrum hier in Treseburg bauen, aber auch einige private Investitionen stehen in Treseburg an. Es sollen neue Beherbergungsbetriebe entstehen. Wie gesagt, es wird nicht langweilig bei uns. Zukünftig geht es jetzt vor allem um die Wiederbelebung leerstehender Objekte. Der Tourismusort mit seinen rund 80 Einwohnern soll noch attraktiver werden. Ein Schritt in diese Richtung ist bereits die Gestaltung der Grünflächen und Erholungsbereiche rund um den Kreisel, die Anbindung der angrenzenden Straßen sowie die neue Straßenbeleuchtung, die als LEADER-Projekt gefördert wurden. LEADER ist eine Initiative der Europäischen Union zur Stärkung und Entwicklung des ländlichen Raumes. Und es werden Projekte gefördert im Rahmen der Dorferneuerung oder auch im Rahmen der Dorfentwicklung und hier speziell auch im ländlichen Tourismus. Und der Umfang dieses Vorhabens bestand darin, hier Abbrucharbeiten vorzunehmen, also diese alte Bushaltestelle, diesen Wartesteig, hier diesen Platz zu pflastern, zu begrünen, damit hier auch diese Ruhezone entsteht, wo man dann hier verweilen kann. Ein bisschen Straßenbeleuchtung war noch dabei. Also insgesamt ungefähr 350.000 Euro, die zu knapp 75% der Nettokosten über das Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung gefördert wurden. Und ich denke, wir können uns alle freuen, dass dieses Geld doch gut angelegt ist, auch für die Zukunft. Eins der wohl markantesten Punkte in Treseburg ist jetzt der Bronzezwerg, der auf einem Wildschwein reitet. Mit seiner Laterne symbolisiert er den Bergbau, mit dem die Geschichte Treseburgs eng verbunden ist. Das Straßenbauamt ließ leider den gewünschten Standort der Figur auf der Kreiselmitte nicht zu. Dennoch ist Treseburg mit seiner neu gestalteten Ortsmitte sehr attraktiv geworden. Ja, für die LEADER-Aktionsgruppe Harz war dieses Vorhaben hier in Treseburg eines der bedeutendsten, weil es natürlich weit mehr über Treseburg hinausstrahlt, als wir das jetzt hier, für diesen kleinen Ort mit ungefähr 80 Einwohnern sehen. Für uns war es wichtig, weil im Bodetal, wir haben jedes Jahr mehrere hunderttausend Besucher hier, die hier über den Harzer Hexenstieg wandern oder von hier aus durch das Bodetal nach Treseburg. Und sie wissen alle, wie es ist, wenn man in so einen Ort reinfährt, der erste Eindruck zählt. Und das ist wirklich eine Aufwertung, die hier entstanden ist. Wer sich noch erinnern kann, wie das aussah, als hier noch die Bushaltestelle war. Es ist einfach schön. Man kann hier sitzen, man kann hier verweilen, kann sich ausruhen, man kann hier auch noch Fisch essen gehen im Hotel Forelle. Und ich denke, das ist eine schöne neue Attraktion für unsere Harzbesucher. Vom neuen Zentrum des Ortes profitieren natürlich auch die Anlieger mit ihren Hotels, Gaststätten und Pensionen. Wenn auch im Dezember nicht mehr so viele Gäste hier Station machen, so wird doch im kommenden Frühjahr die Tourismussaison wieder neu gestartet. Und das in einem idyllischen, kleinen Harzort.